Kultregisseur Tim Burton hat jahrelang mit Disney zusammengearbeitet. Umso schwerer wiegen die Vorwürfe, die der 64-Jährige jetzt im Gespräch mit Deadline erhebt. Während der Dreharbeiten zu Dumbo fühlte sich der Regisseur wie der kleine Elefant. Ich habe realisiert, dass ich Dumbo war und in einem riesigen, schrecklichen Zirkus arbeitete, dem ich entkommen musste, sagte Burton. Zu einem gewissen Grad sei der Film autobiografisch. Der Film aus dem Jahr 2019 sei wohl die letzte Zusammenarbeit gewesen. Seine Tage bei Disney sind gezählt, so Burton. Vor allem die neue Ausrichtung des Filmstudios sieht der 64-Jährige kritisch. Es wurde sehr homogen, sehr kompakt, mit weniger Platz für andere Dinge. Man konzentriere sich zu sehr auf Star Wars oder Marvel. Kleinere Projekte würden nicht genug Raum zur Entfaltung bekommen. Einen Seitenhieb gegen das Marvel Cinematic Universe konnte sich Burton auch nicht verkneifen. Ich kann mich nur auf ein Universum einlassen, mit einem Multiversum kann ich nicht umgehen.